Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Im letzten Teil, was ja auch der erste Teil von diesem Let's Play hier war, da haben wir bereits schon mal einige Einsätze gehabt. Insgesamt haben wir 3 Einsätze gehabt und die alle erfolgreich absolviert. Und jetzt warten wir gerade hier auf unseren nächsten Einsatz und wie ihr seht, ist mittlerweile jetzt auch dunkel draußen geworden. Wir haben jetzt hier 21 Uhr, gibt ja hier auch einen Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel. Und oben rechts seht ihr hier die Uhr eingeblendet, wie ihr seht. Vergeht die Zeit hier schon recht schnell, aber ich finde es auf jeden Fall eine ganz gute Zeitskalierung sozusagen. Also es ist jetzt nicht, dass hier irgendwie die Zeit zu schnell vergeht, aber auch nicht zu langsam. Also man hat hier schon ganz gut immer mal wieder Tag- und Nachtwechsel. So, und während wir jetzt hier auf unseren nächsten Einsatz warten, können wir vielleicht noch ein bisschen uns die Fahrzeuge angucken. Wir waren ja bei diesem DLK hier stehen geblieben. Da seht ihr, habt ihr hier auch ein paar Rolltore, wo auch so ein paar Sachen versteckt sind. Wie zum Beispiel, das haben wir hier ein paar Schläuche. Hier vorne gucken wir mal rein, da habe ich noch nie reingeschaut, was wir da eigentlich haben. Da haben wir, ui, was ist das denn hier? Da kann man das Gerät einfach schön rausziehen. Ihr seht, ihr könnt auch dieses Belüftungsgerät könnt ihr jetzt auch aufnehmen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es bei keinem Einsatz bisher irgendwie mal, den man hier im Spiel hat, irgendwie mal zum Einsatz kommt. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal Einsätze, die dann hier noch hinzugeliefert werden. Wo man das dann mal braucht, wäre auf jeden Fall ganz spannend, auch mal so Spezial-Sondergeräte halt mal einzusetzen. So, ah, hallo Kollege, was machst du hier? Steht es nur hier rum? Was haben wir hier noch so alles? Genau, Atemschutzgerät könnte man hier nehmen. Hallo? Wir wollten gerade reingucken, was ist das denn jetzt, Kollege? Keine Ahnung, ob der. Vielleicht gehört der auch zum DLK. Wieso ich die Tür hier noch auf ist, weiß ich auch nicht. Mal gucken, kann man die irgendwie zumachen? Was stört ihr eigentlich nicht? Aber die will einfach nicht zugehen. Na gut. Genau, ihr seht ihr, beim DLK habt ihr auch einiges drin. Und das ist dieses andere TLF, was aber, denke ich mal, genauso aufgebaut ist wie dieses TLF, was ganz auf der anderen Seite der Halle steht. Ja, sonst ist die Fahrzeughalle leider hier ein bisschen leer. Also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn hier einfach überall noch Fahrzeuge rumstehen. Sie haben es ja da drüben gemacht, dass sie da drüben so ein paar statische Fahrzeuge reingestellt haben. Da steht auch nur das ELW. Also ich fände es ganz cool, wenn die vielleicht hier einfach noch, auch wenn es einfach nur TLF und LFs sind, die man nicht fahren kann, aber... Und dass da drüben die 4 die einzigen Fahrzeuge sind, die man fahren kann. Das ist das einzige Fahrzeug, was man fahren kann noch. Und da drüben das WLF, was hier um die Ecke steht. Wenn das so die einzigen Fahrzeuge sind, die man fahren kann. Aber dafür halt auf diesen ganzen anderen Stellplätzen. Na, da ist das WLF und hier die ganzen Aufbauten, die ihr halt habt. Aber wenn dafür auf diesen ganzen anderen Stellplätzen, wie zum Beispiel hier jetzt bis auf, die meisten ist ja hier zum Beispiel in der Rettungswagenhalle alles belegt. Oh. Ich sehe gerade, da fehlt hier noch ein Fahrzeug. Das ist vom letzten Einsatz nicht zurückgekehrt, deswegen bekommen wir auch noch keinen neuen Einsatz. Dann können wir gleich mal rausfahren, mal gucken, wo das ist. Da fände ich es noch ganz cool, wenn einfach alle Stellplätze irgendwie so mit statischen Fahrzeugen belegt sind. Sind zwar dann nur statisch, man kann sie ja nicht fahren, aber besser als wenn da gar kein Fahrzeug steht. So, genau, also wenn ihr das auch mal habt, dass ihr irgendwie keinen Einsatz bekommt als nächstes, was mich jetzt auch schon die ganze Zeit wundert, wieso wir keinen bekommen in der Zeit, dann, na geiles Tor, geht sofort wieder zu. Dann müsst ihr einfach mal gucken, ob überhaupt alle Fahrzeuge mittlerweile schon wieder zurück zur Wache sind. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, könnt ihr zum Beispiel auch einfach Shift und Z drücken. Dann startet ihr sozusagen neu und dann sollten es noch wieder alle Fahrzeuge da. Ah, das ist ja jetzt, oh, toll, geht direkt wieder zu. Und dann machen wir es einfach so, wartet. Dann drücken wir jetzt einfach mal Shift und Z. Ich weiß halt echt nicht, wo der jetzt steht, der Kollege mit dem, mit dem RTW, der glaube ich noch fehlt. Kann sein, dass einfach ein anderes Fahrzeug vor dem steht und der deswegen nicht weiterfahren kann. Oder steht einfach irgendwo hier um die Ecke. Schauen wir mal. Wer steht hier nirgendwo und scheint weiter weg zu stehen. Gucken wir, ob er da hinten aufgehalten wird, weil sonst... Oder wenn ihr es halt so habt, dass ihr mit Kollegen unterwegs seid und die irgendwie... Und es so ist, dass die Autos vor euch nicht fahren, dann müsst ihr die einfach mal anrammen und dann verschwinden die automatisch, damit halt dann die anderen wieder weiterfahren können, wenn dadurch eure Kollegen irgendwie aufgehalten werden. Aber scheint so, als ob der hier nirgendwo stehen würde. Ist irgendwie weiter weg. Na gut, dann drücken wir mal Shift und Z. Und dann seht ihr... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nochmal, Shift und Z. Ah, oder das war Shift und R. Entschuldigung. Shift und R. Dann wird das Ganze zurückgesetzt und dann, genau,
sind wieder, das gab, ist jetzt auch durch den Patch nochmal verändert worden. Deswegen ist wahrscheinlich jetzt Shift und R und nicht mehr Shift und Z seit dem letzten Patch. Weil bei den Livestreams war es immer Shift und Z, jetzt ist Shift und R. Und da war es immer so, als ich Shift und Z gedrückt habe, da hat man wirklich komplett von vorne angefangen. Das heißt, auch die Zeit wurde wieder zurückgesetzt, so wie als ob man ein neues Spiel beginnen würde. Jetzt ist aber so, dass einfach nur mit Shift und R einfach alle Einsatzkräfte hier zurück auf die Wache gesetzt werden, stehen wieder alle da, wie wenn man hier das Spiel startet. Und alle Fahrzeuge werden wieder so zurückgesetzt und so weiter. Da steht der RTW auch wieder da. Auf jeden Fall auch eine ganz gute Sache, finde ich, dass es jetzt so nochmal umgeändert wurde. Weil, wie gesagt, früher hat man Shift und Z gedrückt und es war wieder Montag, 7 Uhr, wie wenn man ein neues Spiel startet. Und jetzt hat man am wenigsten hier auch noch die Uhrzeit ist noch die gleiche. Man ist immer noch der Maschinist, beziehungsweise man ist immer noch dieselbe Einsatzkraft wie davor. Ist auf jeden Fall nochmal jetzt hier deutlich verbessert worden. Also ist auf jeden Fall echt eine coole Sache, dass hier Crenetics so dabei bleibt. Das sind übrigens die Entwickler, so heißt das Entwicklerstudio von dem Spiel, so hier bei dem Spiel dabei bleibt und es noch weiter hier verbessert und mit Updates versorgt. So, wir warten jetzt mal auf den nächsten Einsatz. Ihr habt hier übrigens auf dem, da kommt ja schon Kleinflächenbrand. Machen wir auch direkt als Maschinist fahren wir raus hier mit dem TLF. Ihr habt ja auf dem Achtung, Feuerwehrgelände Warnschuss. auch einen Einsatz Trainingsplatz, den für können wir uns vielleicht auch in einer der nächsten TLF Teile mal anschauen, 2 um mal alle möglichen Liter. Trainingsmissionen dort, die es dort gibt, machen. So, da gibt es nämlich dann einmal irgendwas mit so, wie man eine Person aus dem Auto, glaube ich, befreit, dann noch irgendwas mit Schlauch verlegen und dann noch irgendwie Löschangriff. Können wir uns dann vielleicht mal so in den nächsten Teilen irgendwann mal anschauen. So, Motor mal an. Jetzt sitzt hier drin, kann man noch anmachen. Blaulicht an, Abblendlicht an, Martinshorn an und ab zum Kleinflächenbrand. Jetzt hier mitten in der Nacht um 0 Uhr. Auch da können natürlich irgendwie noch Einsätze kommen. Mal ein bisschen abbiegen. Oh, ein bisschen spät gemerkt. So, ich finde es aber echt schön, wie die KI halt echt gut ausweicht und hier Platz macht. Wobei ich immer noch nicht festgestellt habe, ob die jetzt mit Martinshorn, wenn man es anhat, irgendwie früher reagiert. Wir gucken jetzt hier, machen sie erst recht spät Platz. Ob sie. Wow, 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 wow! Ja, geil! Na super, müssen wir Neustart drücken. Na, okay, da ist eine Auto ins Reingefahren. Genau, wenn ihr irgendwie einen Unfall baut während der Einsatzfahrt, dann kommt automatisch Einsatz fehlgeschlagen und ihr müsst dann Neustart drücken, kommt zurück zur Wache. Aber, genau, jetzt auch hier wieder bei Neustart ist es so, es geht von der Uhrzeit her und so weiter. Und von der Einsatzkraft, die man halt ist, genauso weiter, wie es halt davor auch war. Nicht so, wie es halt noch am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, war, dass man halt dann wieder. Sonst hätten wir jetzt auch wieder, wenn es jetzt so wie früher noch war, am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, wäre es jetzt auch wieder Montag, 7 Uhr gewesen. Wir wären wieder Maschinist auf dem LF oder TLF irgendwie gewesen. Oder Truppführer. Und so geht es jetzt genau mit der Situation von Einsatzkraft, die wir waren und so weiter, halt weiter, wie es vorhin auch war. So, während wir jetzt auf den nächsten Einsatz warten, schade, dass es eben nicht geklappt hat. Genau, zeige ich euch mal kurz, wo der Trainingsplatz ist. Wahrscheinlich, bis wir da sind, gibt es schon den nächsten Einsatz. Denke ich mal. Und ja, was ich eben noch sagen wollte, also ich weiß nicht, ob mit oder ohne Martinshorn, ob die dann, ob es einen Unterschied macht, ob man mit oder ohne Martinshorn fährt, ob die jetzt früher oder später Platz machen. Falls ihr das mal irgendwie getestet habt oder irgendwie rausbekommen habt oder was euer Eindruck davon ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, aber ich kann es gar nicht beurteilen. Ich denke, es ist eher immer unterschiedlich, wie früh die Platz machen. Ich glaube, das hängt gar nicht so wirklich davon ab. Wobei es halt bei manchen Spielen, zum Beispiel Alarm für Cobra 11 oder sowas so war, wenn man Sirene anhatte, haben die halt viel früher Platz gemacht als ohne Sirene. Also wenn man nur mit Blaulicht gefahren ist. Genau, hier sind wir beim Trainingsplatz. Dann könnt ihr halt hier Löschangriff nehmen, Löschwasserbereitstellung oder Verkehrsunfall halt üben. Und ja, wir warten aber jetzt erst nochmal auf den nächsten Einsatz. Das machen wir einen der nächsten Teile mal. Machen wir mal alle oder mehrere oder in mehreren Teilen hintereinander die ganzen Trainingsplatzmissionen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir heute nochmal einen Einsatz machen. Wir haben heute noch gar keinen leider gehabt. So, Verkehrsunfall dreimal was ganz anderes, Person eingeklemmt. Wir sind unterwegs mit dem Löschgruppenfahrzeug, das einzige, was ausrückt. Und da nehmen wir natürlich den Maschinisten, wir wollen ja auch fahren. So, ich überlege gerade, wo es hier lang geht Achtung, mit diesen Rutschen, aber alle Hilfeleistung. Kollegen gehen hier lang. Verkehrsunfall VU3. Genau, die Einsatz für Rettungskräfte kommen auch noch mit. NEF 24, RTW 1, NEF 1. Genau, halt RTW, Rettungswagen und NEF noch, Notarzt-Einsatzfahrzeug. Kommen noch mit. So, die ganzen anderen Kollegen sitzen auch alle hier hinten drin. Oder halt vorne noch der, weiß gar nicht, ob das der Gruppenführer oder so ist, der vorne rechts sitzt. So, wir sind auch da. Motor geht an, Licht geht an, Blaulicht geht an, Martinshorn geht an.
Blaulicht am Lichtmast geht an und wir fahren los Richtung Verkehrsunfall hier. Mitternacht um 1.50 Uhr. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir keinen Unfall irgendwie bauen. Und sicher zum Einsatzort kommen. Weil das ja nochmal ein ganz anderer Einsatz, den wir noch nicht im Let's Play hatten mit Verkehrsunfall. Und das jetzt, wie ihr gesehen habt, stand da jetzt eine 3 dazu. Das heißt, es war Kategorie 3. Und da gibt es dann, glaube ich, jetzt irgendwie noch so eingeklemmte Personen oder sowas. So, guck, die machen jetzt hier alle entweder Platz oder machen gar keinen Platz. Ist ganz unterschiedlich. Oder erst recht spät Platz. Und wenn es jetzt so viele Autos ist, wir die ganze Zeit mit Martinshorn fahren. So, der macht auch schön Platz. Vielen Dank. Uff, genau, und dann fährt er wieder hier direkt rüber. Ach, ich dachte, die wollten gar nicht abbiegen. Ja gut, dann fahr ich doch wieder zur Seite, hat er sich gedacht. So, Achtung, Kreuzung. Kreuzungen sind natürlich immer so ganz gefährliche Punkte bei so Einsatzfahrten. Weil da kann es natürlich immer passieren, dass irgendeiner das mal überhört. Und dann noch über die Kreuzung fährt, wo gerade die Einsatzfahrzeuge wieder ankommen. So, Polizei macht schön Platz. Hier müsst ihr am besten immer gucken, dass ihr da zwischen diesen zwei Blitzlichtern da durchfahrt, wo die Polizei sonst immer steht. Die fährt vorbei. Fährt zur Seite, wenn ihr dann kommt. Aber wenn ihr das halt... Mir ist schon mal passiert, dass ich halt gleich links vorbei fahren wollte, wo jetzt die Polizei steht. Weil die halt davor, genau, immer da vor diesen Lichtern steht. Dann ist sie aber genau in dem Moment, als ich gekommen bin, ausgewichen. Und dann bin ich dann direkt voll in die Polizei reingefahren. Damit ist der Einsatz fehlgeschlagen. So, wir warten mal auf alle anderen Einsatzkräfte. Sind alle da, wunderbar. Dann machen wir gerade noch den Warnblinker an und die Heckwarnanlage und können gleich noch den Lichtmast mal ausfahren. Das machen wir mal. Genau, wir sind jetzt noch Maschinist. Gehen aber mal auf Angriffstrupp jetzt. Das finde ich ja auch sehr gut, dass man wenigstens noch wechseln kann. Nicht die ganze Zeit jetzt auf der, die eine Person sein muss, die man, die eine Einsatzkraft sein muss, die man von Anfang an ausgewählt hat. So, bevor wir jetzt den Hydraulikspreiser holen, machen wir kurz mal, damit ich euch auch mal zeigen kann, den Lichtmast fahren wir mal auf. Passt jetzt hier irgendwie im Dunkeln, dass wir den jetzt hier mal verwenden. Genau, wir arbeiten jetzt hier eigentlich hauptsächlich während dieses Einsatzes. Ah, guck mal hier, das lohnt sich ja gerade richtig. Guck mal, wenn man den nicht hatte, wäre es hier richtig dunkel, weil keine Straßenlaterne da ist. Und so leuchtet der richtig aus. Wie nice. Geile Sache. So, warte, guck mal, das, ich finde, das Licht ist ja hier im Spiel auch echt gut gemacht. Also zum einen das Blaulicht, aber halt auch das ganze, die ganzen Fahrzeuglichter mit Abblendlicht, Blinker und so weiter. Guck, die sehen auch echt alle richtig gut aus. Und jetzt hier auch mit dem Lichtmast. Das erste Mal, dass ich einen Lichtmast hier irgendwie so einsetze, wo ich auch so sehe, dass es sich richtig lohnt jetzt hier, wo es einfach davor viel dunkler war. So nice, dass es hier so gut umgesetzt ist. Genau, also bei den Verkehrsunfällen, wie ich sie bisher halt schon so gemacht habe, hallo, wieso können wir es nicht nehmen? Nimm Hydraulikspreizer aus Gerätefach. Dann wechseln wir mal kurz auf einen anderen Kollegen, bis der den hier rausgenommen hat. So. Genau, war es bisher immer so, bei den ganzen Einsätzen, Verkehrsunfall, dass immer der, jetzt hier der Angriffstrupp und der Angriffstruppführer immer so nacheinander so Aufgaben übernommen haben. So, wir haben zum Beispiel die Motorhaube aufgemacht, der hat jetzt die Schere oder was auch immer das ist und hat jetzt die Batterie abgeklemmt. So, wir müssen jetzt einen Bremsblock holen. Können einfach mal hier ablegen. Und der Kollege holt auch einen Bremsblock. Der eine kommt vor, der andere hinter das Fahrzeug. So, das ist noch gerade irgendwie ein bisschen fail, dass ich hier gerade irgendwie nichts... an Sachen aufnehmen kann. Was ist hier los, gerade bei dem Spiel? Da müssen wir doch nochmal wechseln zum Angriffstruppführer. So, jetzt hat er den Bremsblock. Keine Ahnung, wieso wir den jetzt eben nicht aufnehmen konnten. Genau, verstauen einmal hier hinter dem Autoreifen. So, jetzt kommt wieder der Angriffstruppführer. Holt das nächste. Wir können ja auch mal darauf wechseln. Genau, der hat jetzt zum Beispiel das Heligan-Tool. Und damit brechen wir jetzt hier erstmal die Tür auf. Also wechseln uns die ganze Zeit da immer ab. So, müssen wir vielleicht so lange hier draufschlagen, bis die Tür weit genug auf ist, dass wir dann mit der... Genau, jetzt kommt nämlich wieder der Kollege mit dem Spreizer. Und wir spreizen jetzt mal die Tür auf. So. Und dann müssen wir noch hier das einmal abschneiden. Müssen wir ihn noch weiter aufspreizen. Und jetzt kommt der Angriffstruppführer mit dem nächsten Teil.
Können wir auch mal drauf wechseln. Genau, wir holen jetzt nämlich die Hydraulik-Schere, die er aber irgendwie auch nicht aufnehmen kann. So, jetzt aber, es sollte sie haben. Genau, keine Ahnung, wieso wir sie eben nicht immer aufnehmen konnten. So, jetzt hat er die Hydraulik-Schere. Ihr seht echt schon, wie ganz realistisch das hier von den ganzen Abläufen halt bei den Einsätzen umgesetzt ist. Das ist schon echt richtig cool. Auch die ganzen Kabel und Schläuche ziehen halt, wenn verlaufen halt hier am Boden dann genauso, wie sie halt auch da liegen bleiben, während ihr halt hier langläuft. Auf jeden Fall echt gut gemacht. So, wir schneiden, haben die Tür abgeschnitten. So, jetzt kommt wieder der Kollege und macht jetzt was. Ah, jetzt genau, jetzt geht es mit dem Bindemittel weiter. Müssen wir nämlich hier mal den Ölfleck wegmachen. So, dazu verteilen wir jetzt erstmal hier auf dem Öl jede Menge Bindemittel, so Sand halt ist es. Wechseln gleich wieder zum anderen Kollegen, wenn er den Besen hat. Genau, zum Angriffstruppführer. Und müssen jetzt hier das alles verteilen, damit das Bindemittel auch den Ölfleck aufnimmt. So, dann bringen wir den Besen zurück und sind damit eigentlich auch schon fertig hier am Einsatzort. Die anderen Kollegen, wie ihr seht, fangen sofort auch fleißig an, hier alles abzuräumen, wegzuräumen. Ich weiß nun gerade nicht, wo wir den hin tun müssen. Deswegen gehen wir mal auf den Maschinisten. Ah ne, jetzt ist er da eben wieder markiert worden. Da muss er hin. So. Wunderbar. Gehen wir mal auf den Maschinist. Und wir müssen noch die Schlauchhaspel als Maschinist noch hier zurück tun. Die hier, die andere, macht der andere Kollege dran. Wir können dann gleich noch das Licht mal einfahren. Das ist schon nice, wie das hier gut geholfen hat. So, es wird langsam heller. 5 Uhr. Wobei ich mal hier, also wie ihr seht, das war schon echt richtig gut jetzt hier umgesetzt bei dem Spiel, dass man hier halt alles machen muss bei dem Verkehrsunfall. Wobei ich mir halt jetzt noch gewünscht hätte, dass man vielleicht noch die Person aus dem Fahrzeug rausholen müsste und irgendwie den Rettungskräften übergeben muss, weil da passiert zum Beispiel leider gar nichts. Das wäre zum Beispiel noch ganz nice. So. Aber sonst sind die Verkehrsunfälle auch schon ziemlich gut gemacht. So. Dann können wir das Blaulicht hier und hier einmal ausmachen, dann die Heckwarnanlage aus, Warnblinker aus und es geht zurück zur Wache. So, ist gar nicht eingezeichnet, wo wir langfahren müssen, dann drehen wir mal. Fahren in die andere Richtung zurück, vielleicht kommt es dann. Oder wir müssen noch auf die ganzen anderen Kollegen warten. Hat hier die Polizei eigentlich auch Platz? Nee. Hier machen sie keinen Platz. Ja. Ja, nice, was war das denn? Jetzt macht es auf einmal Platz und voll eingeklemmt. Na gut. Was ein Ende jetzt hier vor diesem Einsatz. Na gut, eigentlich habe ich gedacht, dass wir anders jetzt hier diesen Teil beenden und zwar mit einer Rückfahrt zur Feuerwache, aber gut. Ja Leute, damit war es an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ich hoffe, euch hat dieser Teil hier auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich fand es auf jeden Fall auch wieder einen sehr schönen Teil mit einem richtig coolen Einsatz jetzt hier mit dem Verkehrsunfall. Mal gucken, was wir im nächsten Teil für einen Einsatz haben werden. Und dann denke ich mal, werden wir bald uns auch mal diesen Trainingsplatz mal anschauen. Und dann, ja, bis zum nächsten Teil. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.